So Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Wir sind wieder zurück. Und wir waren stehen geblieben vor der Mission. Oh, wir können was hacken. Ich bin auf dem Weg, sagt er. Ich auch, sagt sie. Oh, da können wir auch was hacken. Erregt, als er sich vorbeugte, um an die hinteren Zähne zu kommen. Nein, du Tier. Du verstehst das Prinzip ja nicht. Reibung kann man nicht kontrollieren. Aha, und wer ist ein Arzt gewesen, keine Ärztin? Das ist auch was anderes. Reibung zwischen Männern wird negativ. Der alte Bastard hier geilt sich an der Zahnarzthelferin auf. Okay, wir starten die Mission, großer Bruder. Schnauze. Ach, man kann sogar hupen. Ups. So, hier kann ich parken. Hier werde ich bestimmt abgeschleppt, aber egal. Da muss schon abgeschleppt werden. Und wir starten die Mission. Oh. Junge, Mission. Nicht ins Auto, Mission. Hier, Mission starten. Akt 1, großer Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. An der Party im Hinterhof teilnehmen. Und wieder Musik. Und wieder Musik. Ich habe Angst vor der GEMA, wenn ich ehrlich bin. Wir lassen mal die Reifen durchdrehen. Ich wollte eigentlich hier rein driften. Ach, hier kann ich auch parken. Okay. Hier hätten wir zum Beispiel ein super Fortbewegungsmittel. Können wir auf jeden Fall vor den Cops abhauen. Wir müssen erreichen. Und jetzt müssen wir in den Hinterhof, in den Garten. Und müssen an der Party teilnehmen. Das ist, glaube ich, so... Ich weiß nicht, ob das jetzt die Erinnerungen von Aiden sind oder ob es jetzt sein Neffe ist. Das sehen wir jetzt in 15, 14, 13. Dann los. Dann los. Wie alt bist du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 9. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10 Mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8, 10, 9, 10. 10. Das ist ja süß. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komm sofort nach. Oh je. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich.
Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? So ist es richtig. Ich muss ja dazu sagen, ich hoffe, wir dürfen wieder. Okay. Das letzte Mal. Ich muss ja. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, Aiden wird ein bisschen aufgefressen von den Schuldgefühlen, die er hat. Durch seine Tat ist seine Nichte gestorben, weil der Auftragskiller war ja auf ihn angesetzt. Natürlich will er Rache, aber ich denke, er hat auch Schuldgefühle. Was ich noch erwähnen wollte ist, es gibt ja auch einen Online-Player, Multiplayer von Watch Dogs mit bis zu 10.000 Spielern gleichzeitig. Das ist eine richtige Revolution. Die ganzen Spiele, die ich kenne, gehen bis zu 16, maximal 64 Spielern online. Und bei Watch Dogs steht drauf bis zu 10.000 plus. Und wenn die liebe Alex und vielleicht die liebe Mila Lust hätten und vielleicht noch jemand, den ich in meiner... Wir haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Oh je, ich weiß noch, süß. Du und Mommy wart furchtbar krank, aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Ist doch schön, wenn du ein bisschen was aus unserer Kindheit erzählst. An sich ist es ein nettes Feature im Spiel, dass die Welt so lebendig ist, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich will sie nicht unterbrechen. Wir lassen sie mal kurz in Ruhe telefonieren. Wer ist denn da? Ich wollte. Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt sie? Oh, das hört sich an, als wäre es ein Fall für uns. Ich weiß nicht, was daran komisch ist, aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Was ist passiert? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich kann ihn auch verfolgen. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Einfach aufgelegt. Nikki, den hole ich mir. Ich bleib bei dir, ich beschütze dich. Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich, sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch, es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden, du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, oh je. Das ist eine gute Idee. Ich wollte noch Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Ich wäre auch dafür, dass wir ihn holen. Okay, wir hacken uns quasi ins Satellitennetz. Handyanruf lokalisiert. Ich wollte noch erwähnen, Mila oder Alex oder Hardy, je nachdem. Den hole ich mir. Den holen wir uns. Wow. Das ist meine größte Angst, dass meine Familie wieder bedroht wird. Das verstehe ich voll und ganz. Wie kann man den jetzt ausschalten am besten? Oh nein! Ein Unfall. Verzeihung Leute, ich wollte euch nicht rammen. Wir müssen wieder aufholen. Schnell. Er ist schon 100 Meter entfernt. Schneller. Ach komm, ich komme hier nicht so gut durch. Ja. Okay. Überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig.
Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder aus. Ach, jetzt gibt er wieder Gas. Schnell, Kamera, dreh dich. Da vorne ist eine Brücke. Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So. Wie können wir den ausschalten am besten? Lass was? Neutralisieren. Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ach, der rennt. Kommen wir da hoch? Ich überfahre ihn. Ach, ich hab vergessen, wie man rennt. Nein, das war der Falsche. Jetzt hol ihn dir. Komm schon. Es wird doch nicht so schwer sein. Komm, 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 komm. Wie viele Kugeln kann der schlucken? Ach komm. Komm schon, komm schon. Hab ihn. So, was ist mit dir los, Junge? Das Telefon hacken. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahle. Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Okay. Oh, jetzt habe ich Fokus aktiviert. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hm. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht. Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen ersten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. So ein bisschen Geld kann man mitnehmen. Wir haben die Mission beendet, erfolgreich. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Nice, man kann hier freestylen und so. Ach, ich bin sogar schon am Ziel, an der nächsten Mission. Aber wir haben erst 13 Minuten aufgenommen. Ich würde sagen, wir gehen direkt. Verdopple ich meine Waffen. Ach, das finde ich nice. Wir müssen einkaufen. Hey, wie geht's so? Aber ich habe nicht genug Geld, so wie es aussieht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich weiß nicht, ja. Ach, ich habe schon eine MP1. M1 MP. Dann habe ich hier Kugeln. Die nehmen wir uns mit, jetzt sind die Kugeln voll. Wir haben hier noch eine 9mm. Okay, MPs. Die nehmen wir uns auch mit, warum denn nicht? Die nehmen wir uns auch mit, warum denn nicht? Ein Scharfschützengewehr können wir uns nicht leisten. Und hier können wir uns auch nichts mehr leisten. Und hier können wir uns Munition leisten. Aber wir können auch die komplette auffüllen. Reicht. Okay, das war's. Mal können wir uns nicht holen. In
den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Ich verstehe, das CTOS ist also gar nicht mal eine Firma, die die Welt beschützen will, sondern die wollen die Kontrolle über alles und jeden. Okay. Oh, ich fahre hier total in der Sackgasse. Huiuiui. Heilige Scheiße! Geht aus dem Weg! Oh, das war keine Absicht, die hochzufahren. Aber mit dem Motorrad kommt man ja sowieso gut durch. Das mit dem Fokus, mit dem Mantel in Zeitlupe, ist so geil gemacht. Das habe ich damals bei Game One gesehen. Das war Mitte 2013, als Watch Dogs angekündigt wurde. So. So. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Ach, ich sollte hier wohl besser nicht so leicht reinlaufen. Ich gehe erstmal auf die Kamera und schau mir mal an. Den hier können wir ablenken. Hier können wir was hochfahren lassen. Hier können wir was sprengen. Hier haben wir noch eine Kamera. Hier liegt irgendetwas. Hier können wir das. Ich mach die Waffe scharf. Mach das, mach das. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, sich hier jetzt überall reinzuhacken und versuchen, die Gegner so auszuschalten. Anscheinend haben die auch Hunde. Okay, das hier hat sich gelohnt. Hier ist noch eine Kamera. Im oberen Bereich. Okay, lohnt sich doch ein bisschen vorzuhacken. Aber das war's auch. Ich denke, wir gehen rein und schießen. Wir haben hier eine MP, die hat kaum Munition. Ich weiß nicht, das hier ist das CTOS oder sowas. Ich will mich nicht hier durchschleichen, ich will die eigentlich alle am besten ausschalten. Natürlich habe ich die falsche Waffe genommen zum Ausschalten. Die Spec Ops, die hatten Schalldämpfer drauf. Okay, wir können hier ja nochmal sprengen, wenn der vorbeiläuft. Kopfschuss. Anscheinend kann man hier öfters mal was sprengen. Da oben chillt noch jemand. Den Gabelstapler holen wir runter. Da oben läuft er. Jetzt ist er in Sicherheit. Ach, da kommen noch welche. Okay. Ach, verdammt. Jetzt kommen sie alle runter. Okay. Die Steuerung ist noch ein bisschen sehr ungewohnt, aber an sich ist es ein geiles Game. Ach, verdammt, 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 verdammt. Ich bin fast tot. Ah,
Hab ihn. Ach, hinter mir ist jemand. Scheiße. Okay, das war vielleicht ein Fehler, so durchzuhaschen. Jetzt versuche ich es nochmal mit dem Hacken und so. Und ich hoffe, ich habe bei der Aufzeichnung nichts falsch gemacht. Ich hoffe, die Settings sind noch auf 1080p. Über die Roxio kann man mit 480, 720 und 1080 aufnehmen. Okay. Wir können ihn ablenken. Was das bringt, weiß ich nicht. Vielleicht läuft er nach vorne und ich kann was sprengen, aber ich weiß nicht. Er ist bereit. Ja, bin ich. Dann halte ich bereit, mein Kind, der Tod kommt. Schwachstellen erkannt hier, aber hier läuft niemand rum. Wir sprengen nochmal das da hinten. Jetzt erschreckt er sich. Jetzt kommt eine Aufruhr. Guckt denn niemand nach? Hier kann ich was sprengen. Lauf, mein Sohn, lauf. Einer weniger. Hier unten. Komm schon. Zwei weniger. So. Da hinten ist noch einer, aber ich kann nichts mehr sprengen hier hinten. Ich kann auch einen Alarm auslösen. Aber sprengen kann ich unten nichts mehr. Vielleicht kann man die irgendwie hochlocken. Das hier ist gesprengt, das unter mir ist gesprengt. Da drüben gibt es noch eine Kamera. Hier gibt es noch einen Gabelstapler, den löse ich aber nicht aus, sonst schießen sie auf mich. Hier ist noch ein Gabelstapler. Okay. Hier kann ich aber auch nichts in die Luft jagen. Und hier ist noch eine Kamera. Hier konnte man was sprengen. Allerdings müsste ich sie ja jetzt erstmal hier wieder aufmerksam machen. Verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Hier kann ich was machen, anlocken. Komm schon. Hier muss doch irgendjemand kommen und sich... Nein, ich hab gedacht, ein Smartphone. Scheiße. Also doch wieder rein und Angriff, ne? Ich kann hier nichts anderes mehr machen. Die rennen aber alle unten rum. Und unten kann ich aber nichts mehr in die Luft jagen oder so. Doch, Mann! Das ist doch nicht dein Ernst! Sprengstoff gehackt. Ach, nice. Sprengen kann ich ihn. Kann ich von euch auch jemanden? Jetzt habe ich einen Zugangscode bekommen. Jetzt habe ich auch wieder ein anderes Primärziel. Jetzt habe ich wieder den Schalldämpfer drauf. Alles sauber, ich gehe da lang. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Das hat niemand gehört. Die Frage ist, wie viele sind noch hier? Ich sehe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur 4 Gegner. Drei. Wir werden ihn nicht finden. Sich nachlassen. Zwei. Zwei Gegner sehe ich noch. Shit. Pass gut auf. Such in der Richtung. Was war?
rennt denn der jetzt hin? Der hat mich doch gar nicht gesehen. Okay. Einer noch. Komm schon. Ja, dann komm und guck. Das war's. Hier sind keine Gegner mehr. Wir können hier sogar noch Waffen von ihnen einsammeln. Oh, ich drück X aus Versehen. Alle Waffen können wir nicht sammeln, aber ein paar. Jetzt laufe ich erstmal gut rum. Hier dürfte es keine Gegner mehr geben. Wir haben alle ausgeschaltet. Der zweite Versuch lief deutlich besser als der erste. Wahrscheinlich gibt es viele Watch Dogs Gamer, die zocken das komplett anders als ich. Vielleicht sogar alle Gegner ausgeschaltet mit der Kamera. Okay. Ich komme hier nicht durch. Ach so. Okay. Ach, jetzt check ich das. Natürlich. So, und? So. Okay. An sich ist es ja gar nicht schwer. Oh. Was passiert? Komm schon. Nur 10 Sekunden Zeit gehabt. Jetzt bin ich drin. Jetzt können wir natürlich hacken. Jetzt haben wir ein Video freigeschaltet. Nice. Kann es sein, dass dieser Typ sich gerade irgendwo aufgeilt? Ach, jetzt habe ich verpasst, was Aiden sagt. Verzeihung. Ich bin dran. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ja. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Die Map ist ja riesig. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich finden Sie einen Spieler zum Hacken. Ich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Alles klar. Wo bin ich? Ich muss hier raus jetzt, ne? Bezirk freigeschaltet. Ich muss hier einfach raus. Am besten ohne mich sehen zu lassen. So. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil es schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mache es. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Naja, ob er so viel Glück mit mir hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich halte mal hier an der Seite an, ich möchte die Folgen beenden. Also kurze Zusammenfassung, ich hoffe, ich habe gut aufgenommen. Sieht man dann jetzt, ob das Endvideo in 720 oder in 1080 ist. Ist ja eigentlich qualitativ egal. Es sieht einfach fresh aus, dieses Spiel. Wir haben noch Skillpunkte. Skillpunkte, wo sind unsere Skillpoints? Sehenswürdigkeiten, fixer Auftrag, Decent Guide, Fähigkeitenbaum, okay. Wie viele Punkte haben wir denn? 2. Mit den 2 brauche ich einen Autofahrer-Skill für die nächste Version.
Mission, nicht Version. Hier können wir Autos zum Beispiel öffnen. Das ist nice. Und hier können wir die Schäden beim Zusammenstoß senken. Ist auch nice. Hergestelltes, ich weiß nicht. Könnten wir auch was füllen oder bei Kampf. Bei Kampf hätten wir schneller Wechsel. Beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Oder den ruhigen Arm. Ja, den könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Bevor wir schnell wechseln. Und das nächste, was wir uns holen, ist eventuell den Köder, können wir ja. Und hier benötigte Skillpunkte ein, Cem Combs. Sehr populäre App, Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang, bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt wirklich. Die können wir uns definitiv noch holen. Und hier, Splittergranate ist ein Sprengkörper, der bei der Detonation eine Sprengladung abgibt. Ach so, einfach eine Granate. Die brauchen wir auch noch. Das war's ja eigentlich schon wieder für diese Folge. Also kurz zusammengefasst, ich hoffe, es ist in 1080. Falls nicht, kommt es in 720. Ist ja nicht so schlimm. Nächste Folge, denke ich dran, ich verspreche es. Was ich erwähnt habe, der Online-Mode, je nachdem, ob meine Leute hier Lust hätten. Wenn ja, dann lernt ihr vielleicht die Alex, die Mila oder den Hardy Montana kennen. Denn der Hardy will auch mit mir noch Dead Rising und so Let's Playen. Allerdings hat der Hardy momentan kein Internet, weil der Hardy hat Stress mit seinem Anbieter, weil der Anbieter ist einfach unkorrupt, ist einfach korrupt. Er lässt seine Kunden dafür bezahlen, keine Leistung zu bekommen. Also es kommt kein Signal an, aber die wollen jeden Monat richtig viel Kohle haben. Finde ich richtig uncool. Was korrekt ist, ist, dass man dagegen vorgehen kann. Hier kann man was machen, ein kleines Minispielchen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Meine Xbox geht ja immer in den Standby-Mode. Das heißt, wir sehen uns hier im Auto wieder in der nächsten Folge. Finde ich extrem fresh. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bye, Leute. Bye, bye.